Hallo liebe Freunde des PB Hub. Ich bin's wieder, Sascha Röder oder besser bekannt als ICPMS und das hat ganz schön gut geknallt im letzten Video. Ja, was ist passiert? Ja, zum Teil natürlich auch meine Schuld. Man sollte niemandem trauen. Das RAM-Gehäuse ist aus dem Markierer hinten raus geflogen, nicht geflogen. Also es hat halt einen guten Satz nach hinten gemacht. Es kam gute 5 cm hinten aus dem Markierer raus. Mir ist nichts passiert, keine Sorge, das Ding, ich habe das nur in die Hand gekriegt, alles super. Im Forum hat der Besitzer ja auch schon geschrieben, dass er immer versucht hat, das Ding hier rauszubekommen, hat es aber nie geschafft. Im Grunde super einfach. Man löst eine Madenschraube, die hier drauf drückt und entfernt hier die Barb-Fittings. Dann kann man das Ding rausziehen. Und so wie es aussah, war halt diese Schraube hier nicht richtig fest. Das war auch sehr wahrscheinlich die ganze Problematik am Zischen. Es war vielleicht irgendwann mal ein kleiner O-Ring auf der RAM, der kaputt war. Und dadurch, dass hier dann an dem RAM-Gehäuse rumgespielt wurde, ist das halt, ja, man hat es auch auf dem Video gesehen. Es war so einen halben Zentimeter, 4, 5 mm, hat es eben hinten aus dem Body rausgeschaut. Dann drückt natürlich die Madenschraube nicht mehr hier rein, sondern hier auf den O-Ring und das Ganze wird undicht. Und wir haben permanentes Pfeifen aus dem Lauf vorne raus, das was eben das Fehlerbild war. Ich habe jetzt ein bisschen gebraucht, ich habe Ersatzteile gebraucht. Das Barb-Fitting hinten, das hat es natürlich abgerissen, hat gut gerochen. Und ich habe allerhand Ohrringe, aber hier diese fetten Ohrringe, die hier vorne drauf sind, die hatte ich natürlich nicht. Das ist 111er sind das. Und das habe ich jetzt alles da. Und jetzt können wir den Hobel wieder. Okay, hier haben wir dann eben jetzt das Rammergehäuse und hier ein neues Barb-Fitting. Das hier ist das, was drauf war. Die Barb-Fittings sind ganz easy zu kriegen. Die sind keine Paintball-spezifischen Teile. Das sind einfach 3 mm Gewinde und der Anschluss ist für einen 2 mm Schlauch. Das hier sieht jetzt ein bisschen aus, als wäre es ein bisschen groß. Da werde ich ein bisschen würgen müssen, den Schlauch drauf zu kriegen, aber dann hält er auch besser. Hier haben wir noch einen Rest vom alten Barb-Fitting. Was halt natürlich passiert, ist, dass das Gewinde hier dann natürlich im Gehäuse stecken bleibt. Aber solange ihr niemals im Leben Loctite benutzt, ist es eigentlich auch gar nicht so schwer, die abgerissenen Gewinde wieder rauszubekommen. Weil die Barb-Fittings hier, die haben immer eine Dichtscheibe drauf. Also ihr müsst die nicht einkleben, ihr braucht kein Teflonband. Einfach reinschrauben, bis fest ist und dann ist gut. Ja, schade, dass ich nur noch eine Kamera habe. Hätte ich jetzt, wie gehabt, noch zwei Kameras. Dann hättet ihr das Spektakel bestimmt auch sehen können. So war es ein Hörspiel. Okay, haben wir mal den Body bei. Ja, hier guckt, ist noch der andere Rest vom Fitting. So, das ist eben der O-Ring. Habe ich bestellt bei IR Dichtungstechnik. 4 Cent das Stück, musste 25 Stück kaufen, weil Mindestbestellwert irgendwie seit neuestem 1 Euro ist. Da muss man sich dann richtig hardcore eindecken. Einen habe ich schon drauf. Zack, das sind also riesen Dinger. Ne? Was ich auch noch gesehen habe beim Wiederzerlegen, was natürlich auch sicher geholfen hat, dass das Problem nicht besser wurde, ist, es waren zwei Poppet-Seals drin gewesen. Hier ein altes, verschlissenes. Und einfach oben drauf gelegt ein neues. Das kann auch nicht gut gehen. Ich sag mal, hier saß ganz klar das Problem hinter Markierer, wie man so gern sagt. Ich finde das immer so ein bisschen blöd und überheblich. Zumal, wenn man die Anleitung sich anguckt, die der Nemesis mal beilag, wie soll man es wissen, ne? Also in der Anleitung stand genau gar nichts, wie man das Ding wartet. Aber darum, lass es gar nie erst so weit kommen zu so Sachen. Eben, die Ursache am Anfang war halt wirklich nur ein kleiner O-Ring auf der RAM. Und dann wurden halt noch jede Menge extra Fehlerquellen vom Besitzer eingebaut. Also, wenn ihr mal nicht weiterkommt, schämt euch nicht zu fragen. Also, es gibt viele Leute, die euch helfen, euren Markierer zu reparieren. Und wenn es keiner macht, dann fragt mich. Meistens kann ich euch schon helfen, ne? Was ihr auch nie machen solltet, ist jetzt irgendwie Ohrringe angucken, ob die noch gut aussehen. Wie gesagt, die kosten das Stück 4 Cent. Deckt euch ein mit dem Zeug und
und werf die weg. Im allerkleinsten Zweifel, macht einen neuen drauf. Also Ohrringe irgendwie wenden oder inspizieren, das muss nicht sein. Ach, den Vierer hier draufziehen ist ja wohl mal gar keine Freude. Ah. Fitsch. So, neuen Ring drauf gemacht. Denn man weiß nicht, ob nach dieser Aktion letztens der noch in Ordnung ist. Ne, egal, soll der Geiz. So, jetzt kann man das Ganze hier reinschieben. Da, und jetzt sieht man, das kann auch bündig hier sitzen, ne? Das hat es eben nicht gemacht. War das ganze Problem. Okay. Dann sitzt nämlich auch dann hier später das Barb schön zentriert. So. Jetzt kommt diese Schraube, die fixiert als einzige das Ramsleaf hier. Die muss wieder rein und auch gut angedreht werden. Nochmal ein bisschen L-Schlüssel anziehen. Gut, jetzt kommt die Frickelarbeit. Die Barbs reinschrauben. Okay, das erste reingewürgt. Ich habe leider keine Nuss, die da passt. Ich muss es mit einer Spitzzange machen. Keine Freude. So, jetzt das zweite. So, jetzt ist auch das zweite drin. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, eins hat ein bisschen gelitten durch den Crash. Hier das vordere hat einen Riss, kommt ein neuer Schlauch. Eben, da geht hier Ego Cocker Schlauch. So. Neue Schläuche dran. Fehlt nur noch der Zubringer hier. Ja, der Kamerawinkel ist hier echt blöd zum Arbeiten. Wenn man keinen Platz hat. Okay, dann gebe ich mal Luft drauf. Und ihr solltet nichts hören. Also jetzt ist Ruhe im Karton. Sie zischt hier vom LPR. Das stelle ich gerade noch ab. Okay, das Zischen vom LPR kommt 100% von dem O-Ring. Und wie man an der Farbe schon sieht, ist es sicher auch so ein. Ja, guckt ihn euch an. Hier zerbröselt in 1000 Stücke. Mal gucken, was das war. Vielleicht ein 14er, ein 15er. Eine Sekunde. Mal in meinen Ohrringeimer schauen. Das hier wäre ein 15er. Geh mir langsam aus, ey. Ich habe gerade bei ihr Dichtungstechnik bestellt. Ah. So. 15er passt. Bisschen fetten. Es tut mir leid. Die Kamera riecht mich auf. Entweder seht ihr was oder ich sehe was. Aber dass beide von uns was sehen,
Das ist irgendwie heute nicht drin. Okay, jetzt ist der LPR wieder drinnen. Der O-Ring ist gewechselt. So, Kamera wieder mühsam umgeschraubt. Man hat das Gefühl, der ganze Raum ist schief. Mit der Kamera bin ich nicht zufrieden. So, alles wieder zusammen. Geben wir mal Druck drauf. Und wir sollten nichts hören. Oh, Achtung. Darf nicht so viel knallen. Kinder sind schon im Bett. Aber wie ihr hört, hört ihr gar nichts. Ja, der Stahlflex mag zwar toll sein an sich, aber jetzt vom Handling her ist er so blöd. Also, Rekapitulation. Die Ursache 1 war wohl super mini, nicht der Rede wert. Das Problem war, dass der Besitzer eben mit einer Anleitung konfrontiert ist. Ich glaube, ich habe sie hier irgendwo. Nö. Wo ist sie? Also, 2004 war das hier die Anleitung, die ihr bekommen habt. Da steht im Grunde nichts, nichts wirklich Wichtiges. Okay, da stehen so Sachen wie Nummer 12, Voluminizer, Serviceable O-Ring, 13. Ja, okay, die O-Ring-Bezeichnungen stehen schon irgendwie drauf. Aber im Grunde diese Anleitung ist kacke. Sehr. Und ja, das ist aber auch, ja, viele Leute spielen gern, schießen gern, aber eben sich um die Pflege kümmern, ist halt auch wieder mal ein ganz anderes Paar Schuhe. Im Grunde war auf der O-Ring, auf der RAM irgendwann mal ein O-Ring defekt und dann ging es halt los. Dann wurde mit dem RAM-Sleeve gespielt, weil es zischt ja irgendwo von da und dann wurden mehr Poppet-Seals reingeschmissen als notwendig. Dann wurde ein Seal vom Regulator benutzt als O-Ring von der RAM, weil halt das Repair-Kit nach all den Jahren auch nicht mehr hergibt. Anderes Problem sind halt diese alten weißen O-Ringe, die irgendwie aus Polyurethan oder aus Viton sind, weiß ich nicht so genau. Und die zerfallen einfach mit der Zeit. Die schwarzen O-Ringe, die halten ewig, aber diese anderen, die gehen halt irgendwann einfach kaputt. Die lösen sich auf durch das Fett, was für die O-Ringe eigentlich auch geeignet ist. Aber eben, das ist einfach der Zahn der Zeit, der einem Zeug nagt. Wie gesagt, wenn ihr mal ein Problem habt mit einem alten Markierer von euch, dann fragt Leute, ob sie euch helfen können. Fragt im Forum. Viele Fehler wurden im Forum schon erörtert. Und wenn ihr halt trotzdem nicht weiterkommt, dann fragt einfach jemanden, der sich auskennt. Es gibt Geschäfte, die machen das. Also jeder Shop serviced so Sachen. Es gibt auch noch Leute im aktiven Dienst, die auch so ein Ding hätten reparieren können. Oder fragt einfach in der Community oder fragt auch hier im PB Hub, fragt mich. In der Regel kriegt man alles wieder hin. Es gibt wenige Markierer, die irgendwann so eine Art eingebautes Verfallsdatum haben. Das passiert halt dann, wenn spezielle Teile kaputt gehen. Was halt nicht 0815 Standard-Industrieteil ist. Ja? Wenn dann irgendwelche Custom-Gaskets von Solis kaputt gehen oder wenn sonstige Bestandteile kaputt gehen, wie wenn ein OLED-Board irgendwann dunkel wird und nicht mehr geht, dann kann man halt nichts machen. Ich finde auch Angel-Markierer immer ziemlich ekelhaft zum dran arbeiten, weil die sind nicht so konzipiert, dass man einzelne O-Ringe austauscht. Da ist immer das ganze Gedöns ist verkrimmt. Ja, die packen da die bauen da ihren Kram zusammen in der Fabrik oder haben das getan. Der Jesus weiß, warum es Angel Paintball nicht mehr gibt. Und dann wurde quasi diese ganzen Module, die wurden verkrimmt, dass man an diesen einzelnen O-Ringen, ja, ein 4-Cent-Teil nicht rankommt, sondern man musste das ganze neue Modul kaufen. Das war vielleicht damals eine tolle Idee, aber das ist keine Idee mit Bestand. Also wenn das irgendwann mal kaputt ist, ist es kaputt.
Also eine Angel heute reparieren macht echt wenig Spaß. Dann fängt man dann an und baut Teile nach oder ach, furchtbar, furchtbar. So, dem Patient hier wurde geholfen, das geht zurück an seinen Besitzer. Ja, vielen Dank, dass ich helfen durfte. Also sie hat mir schon ein bisschen Nerven gekostet, weil sie einfach nicht dicht ging, ja, weil ich es halt auch nicht gesehen habe mit dem Ramsleaf. Ja, ich habe nicht geschaltet, ja. Ich habe gedacht, das ist Kacker-Fertigungsqualität, weil irgendein Fernost-Shit. Ja, war also auch meine Schuld, dass es am Ende in die Luft gegangen ist. Hätte aber auch jederzeit sonst passieren können, ne? Also. So viel von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.